So, wir sind erstmal angekommen, ein bisschen früher als erwartet. 5 Uhr ist es jetzt. Eigentlich sind wir erst um 6 Uhr angekommen. Wir wurden jetzt irgendwie mit irgendeinem Taxi irgendwo hier hingefahren, in Suratani. Jetzt kriegen wir unsere Bustickets und dann sollte das eigentlich weitergehen. Was für ein Durcheinander. So, wir haben jetzt erstmal unsere Tickets. Absolut 3 Stunden geschlafen, also es ist wirklich absolut anstrengend. Mal gucken, wir fahren dann in 1,5 Stunden los von hier. Erstmal hoffentlich nochmal fett gepennt im Bus, aber es ist schon echt anstrengend. Abfahrt jetzt. Und angekommen in Hatyai. Wir haben uns jetzt einfach erstmal das nächstgelegene Hotel gesucht, weil Willi und ich bleiben erstmal die Nacht hier. Wir hätten jetzt auch noch weiterfahren können bis Malaysia. Aber haben uns dafür entschieden, dass wir hier chillen. Ja, 14 Stunden Fahrt oder Reise reicht aber erstmal. Und wir würden sowieso noch ein paar Sachen kaufen aus Thailand, deswegen passt es. Ist jetzt 12 Uhr, dann können wir noch den Tag bis zum Abend benutzen. Und morgen früh geht es dann fresh weiter und wieder fit. Haben jetzt, wie gesagt, hier uns das nächstgelegene Hotel gesucht und checken jetzt erstmal ein. Oh, wir haben uns endlich mal fresh gemacht im Hotel. Fühlt sich auf jeden Fall viel besser an wieder. Sind jetzt unterwegs, auf dem Weg zum Geldautomaten. Wir müssen uns noch schnell unsere Tickets kaufen für morgen. Und dann werden wir mal Richtung Einkaufsmall steppen. Ungefähr 20 Minuten dann noch zu Fuß. Auf jeden Fall mies Hunger. Jetzt schon seit gestern Abend nichts Richtiges mehr gegessen. Also wird Zeit, endlich mal was zwischen der Kauleiste zu kriegen. Der Wazana-Block ist hoch hier. Wir sind jetzt bei der Einkaufsmall angekommen. Sieht aus, als ob die in Zeppelin geparkt haben. Aber das ist auf jeden Fall die Einkaufsmall. Wir haben uns jetzt für das landestypische Texas Chicken entschieden. Und das hier, ja? Das? Ja. Das? Und die Karte ist nicht auf Englisch. Deswegen zeigen wir jetzt einfach die Fotos, was wir haben wollen. Das ist total gemacht, Willi. Also das ist mal fett. Chicken gefetzt. Let's go. So, kleiner Standortwechsel. Wir sind jetzt an so einem Nachtmarkt hier. Wir haben uns erstmal so einen Eiskaffee gezogen, umgerechnet einfach 50 Cent. Digga, 50 Cent. Unfassbar. Man muss dahin gehen, wo keine Touristenregion ist. Wir melden uns wieder zurück. Wir waren erfolgreich. Tüten voll mit den verschiedensten Dingen. Ein paar Überraschungen. Wir haben was eingekauft. Jetzt gehen wir noch auf einen anderen Nachtmarkt, um ein bisschen Zeit zu verstreichen und da ein bisschen zu gucken. Und dann ist eigentlich nur noch Abendessen angesagt. Da bin ich heute echt mal gespannt auf den Preis. Das wird natürlich nachher wieder eine Rolle spielen, was wir für das Abendessen bezahlen. Und dann werden wir mal sehen. Geht's ab zurück ins Hotel. Und morgen geht's ja weiter nach Malaysia. Chan. Luca Chan. Technos unsere Welt. Fahrt in die Fressmeile. Erstmal wieder Partei zum Anfang. Und Mango Sticky Rice. Auf keinen Fall. Doch, auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Gut, wir mussten dann flüchten. Es waren zu viele Leute, wir haben unser ganzes Essen geholt. Fahren damit jetzt nach Hause. Wir sind mal wieder zu dritt auf dem Roller unterwegs. Mit alle Petre. Petre fährt uns wieder. Zurück. Wir haben noch gar nicht unser Zimmer gezeigt. Zurück in unserem Heim für die eine Nacht. Das ist ein ganz anständiges Hotel. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, das Essen mit nach Hause zu nehmen, weil da war so viel los und wir wurden wieder von allen Leuten angeglotzt, was nicht das Problem ist, aber da war so eine Drängelei. Das wäre so unentspannt gewesen, da zu essen, deswegen essen wir jetzt hier auf dem Hotelzimmer. Chillen noch ein bisschen, gehen und schlafen. Ich muss hier auch noch ein bisschen was machen, den Content createn. War auf jeden Fall ein geiler Tag. Es war das erste Mal, glaube ich, dass wir, also den ganzen Tag über haben wir nicht einen Touristen irgendwo gesehen. Also waren wirklich die einzigen, die irgendwie da unterwegs waren. Das war mal ganz cool. Und das hat man auch gleich an den Preisen gemerkt. Wir werden gleich noch unser Essen zeigen, damit ihr mal wieder wisst, was wir bezahlt haben. So, das ist jetzt erstmal unser Essen hier. Wir haben jetzt festgestellt, dass es jetzt nicht so viel irgendwie ist.
Also die Portionen sind jetzt irgendwie nicht so riesig, aber trotzdem ist es halt mega billig. Also für das Ding, diese komische Fleisch einmal hier haben wir 50 Cent bezahlt. Das Partei hier hat 1,62 gekostet, umgerechnet. Da habe ich mir noch Mango Sticky Rice geholt. Das ist halt so eine Art Nachtisch. Das kostet 1,35. Und das Ding hier, so eine Mischung aus Würsten, keine Ahnung, und dachte mir auch, dass es irgendwie ein bisschen mehr ist. Das würden wir uns eigentlich teilen. Hat 1,10 € gekostet. Also die steht jetzt halt ja, nicht viel auf dem Tisch, aber passt schon. Ne, so viel haben wir auf jeden Fall für das Essen jetzt bezahlt. Jetzt werden wir uns erstmal reinzecken. Was übrigens auch Game Changer ist, was uns gerade nochmal mehr von besorgt haben, ist dieses Zeug hier. Das ist die Alternative zu Nasenspray. Vor allem, wenn man nicht so wie ich, wenn er scheiß Klimaanlage ein bisschen verstopfte Nase hat. Dann hat man hier das Zeug. Da kann man ja ordentlich dran schnüffeln. Und dann ist die Nase Und dann wieder ist die frei. Nase wieder ein bisschen frei. Das hilft auf jeden Fall gut. Ja, hier haben wir jetzt mal uns hier alle unterschiedlichen Arten gehört. Willi hat da noch das dunkelgrüne. Da ist Ballard. Wir sind jetzt auf dem Rückweg zum 7-Eleven. Willi hat nochmal so einen kleinen Thailand-Goodbye-Einkauf gemacht. Er hat dann noch irgendwelche Sachen eingesteckt. Aber mal gucken, vielleicht gibt es hier nochmal leise auch. Das war's auf jeden Fall erstmal für heute aus Hat Yai. Wir gehen jetzt pennen. Und ja, morgen früh geht es dann weiter nach Malaysia, nach Georgetown, nach Penang. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis dann. Yo.